Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tide of Light. Ja, du mich auch so. Nicht so, so. Kringel machen, au. Siehst du, dann passiert mich genau das. Ich hau voll irgendwo gegen. So, Ignikulus holt jetzt erstmal das noch da. Und es gibt einen starken Zaubertrank und das Wölfchen machen wir auch noch fertig. Ist natürlich nicht nur ein Wölfchen. Wäre natürlich zu schade. Schön gewesen. Du haust auf den darauf und Aurora geht auf den anderen mit Licht. Das haben wir nicht festgestellt. Das ist nämlich so ein kleines, lichtempfindliches Aas. Der mag kein Licht. Ist halt so ein Schattenvoice irgendwie. Und wie, jetzt ist er ja fast schon gesprungen. Klingt aber nicht. Guck, oh, die jetzt lächeln. Ich lächle dir auch gleich mal zu. Davon. Und schon hängst du durch. Achso, Aurora ist fit, das heißt, der nächste kriegt jetzt hier ein bisschen was. Ja. So. Ich hoffe. So, ich bin ja immer noch gespannt, was uns hier so noch weiter im Verlauf des Spiels erwartet, nachdem wir so hinterher verraten worden sind. Wieder Treffer. Und Fetch ist er auch noch. Yeah! Oh. Also, vielleicht kriegen wir das jetzt. Jetzt haben die. Wir kriegen also noch einen Stufenanstieg. So. Aurora hat einen. Das heißt, wir machen hier einmal. Das Sternenlicht erhöhen wir. Ach, Robert hat ja auch noch welche aus der letzten Folge. Was haben wir denn hier noch so für tolle Sachen zur Verfügung stehen? Was kriegt der denn hier am Ende noch? Kuss des Todes. Ich gehe jetzt. Achso. Ich muss ja darauf. So, Robert hat jetzt auch noch was gekriegt. So, der hat hier Anidot. Wenn wir das machen, dann hat er hier die Stärke da, und dann kriegt er Trefferaufwertung. Dauerhaft. Und das ist eine Ausweichenaufwertung. Wir gehen mal den Schwanz hier entlang und gehen dann mal. Achso, irgendjemand kriegt noch. Ach, Finn! Finn kriegt noch. So, nehmen wir den und dann kommen wir darauf. Achso, ich wollte ja. Völlig Banane im Schädel. Das wollte ich jetzt gerade. Wollte eigentlich gucken. Ich wollte jetzt hier noch ein paar Okui herstellen. Und entsprechend noch an einige Leute anwenden, wenn sie brauchen. Aber brauchen sie nicht. Sehr schön, so, da geht's nicht weiter. Und jetzt gehen wir hier unten lang. So, irgendein Vieh will uns platt machen. Du bist es auf jeden Fall nicht, du bist so schmächtig. Und ihr werdet ja immer mehr. Mäh, schrei nicht so. Machen wir jetzt einen Hieb auf alle? Unterbrochen, ja, super. Eigentlich müsstest du auf Licht mit dem raufgehen. Mit Licht auf den darauf gehen. Nicht mit dem darauf gehen, sondern auf den darauf gehen. Manchmal ist auch mein Deutsch echt unter aller Sau. So. Ach Quatsch, du sollst doch. Obwohl, achso, wir machen erstmal verspotten. Und gucken, ob das tatsächlich auch so funktioniert, wie ich mir das denke, dass es tatsächlich so eine Art Tank-Funktion ist, dass der damit alles auf sich zieht. War ja irgendwie klar, ne? Das sind natürlich dann so Sachen, die auf alle funktionieren, dann natürlich nicht. Ne? Dann geht das natürlich auf alle rauf.
Ja, ich bin immer noch nach wie vor gespannt, was uns hier erwartet. Weil unsere Mutter hat ja ihr Leben dafür gegeben, dass wir eigentlich geschützt worden sind. Und irgendwie... Oma treibt da so ein komisches Spielchen und will irgendwie unseren... also die ist wohl von unserer Mutter verbannt worden und unsere Mutter und Umbra will sich dafür rächen. Klingt logisch, ne? Einfach rauf da, komm. Bis es kaputt ist. So. Und der Film kriegt eine Fertigkeitenpunkt. Und Rubella. Und der Robert. Mensch. Und das alles ohne körperlichen Einsatz. Wäre schön, wenn das auch im wirklichen Leben funktionieren würde, ne? So, dreimal ungeschliffener Rubin. Das heißt, wir können dann wieder hier schön einen geschliffenen Rubin herstellen. Und wie sieht's denn bei Rubella eigentlich aus? Genau, wir wollten ja dann auf Überrumpeln alle gehen, wenn es dann soweit ist. Der kriegt eine... Und hier... Das ist Lab. Es gibt dann also auch diese... Es gibt dann auch irgendwann die Fähigkeiten, also auch bei der Magie Sachen, die dann auf alle wirken. So, ich wollte hier lang und dann auf Verteidigen und dann hier, ne? Das ist ja Bescheid. Wie das Ganze laufen soll. Oh, Wache. Ach so, Wache. Er ist ja die Wache. Was? Ach so, Crepusculum. Das ist bestimmt total flauschig. Hält den Mond nahe dem Drücken im Bann. Schließt du uns dich etwa nicht an? Prinzessin, ich bin Öngus. Die Kategida, mein Clan, aha. Soldaten sind wir, und zwar die Besten. Jupiters Blitz schleudern wir auf jeden. Denn unser Können will testen. Achso. Als die Dunkelheit hereinbrach, erhoben wir Schwert und Schild. Nachts kamen sie in ihrem Wagen lodernden Schlangen am Kragen. Bei Ehren, sie schleuderten Zauber, wir kämpften wie wild. Mein Clan den Gipfel des Turmes erklomm. Nach oben wollten wir sie erwarten. Metall glänzte schwach im Zwielicht. Sie würden uns alle abschlachten. Die Nacht stürmte den Turm. Verloren waren wir, unser Urteil gefällt. Bis ich mein Schwert senkte, mich unterwarf. Die Kategida schickte sie in ein Verlies fern der Welt. Prinzessin, ich muss sie befreien, wie ein Held. Okay, er hat jetzt die Gruppe verlassen. Kommt mit mir ins Gefängnis oder flieht. Es ist eure Entscheidung. Ich will erst mal kurz... Achso, kann ich? Okay. Also. Wir befreien die Kategida, das schwöre ich dir. Das schwöre ich, Euer Majestät. Die anderen Wachen sind böse, ihr hörig. Da hat sich der Gruppe wieder angeschlossen. Ah, so ein Schwachsinn. So, LA um die Platte herunter. Ja, genau. Genau, das wollte ich ja gerade machen. So. Ach ja, ist eigentlich uns dieses komische Vieh auf den Fersen? Ich weiß es nicht. Das war natürlich jetzt gerade doof. Ausweichen, Staub. Irgendwie ist uns ja so ein komisches Vieh hinterher. Was irgendwie... Ja, uns jagen will? Ich weiß es nicht. Also irgendwie hat es die Aufgabe... Erhebt euch, meine Krieger! Wo könnten sie sein? Nein, alle gefangen in Ehrens Labyrinth. Schade. Die Kategida. Unterjocht durch den Zauber der Nacht, mein Kind. Wir müssen sie befreien.
in der Mitte des Lagers dieses Tor steht. Das Labyrinth ist magisch. Seid vorsichtig, wenn hindurch ihr geht. Komm mit mir. Yeah, komm, so. Okay, also, hier gibt's wieder mal so schöne, ominöse Türen. Achso, wir können in die Zelte rein, das finde ich ja auch gut. Und da sind solche Viecher. Die machen wir natürlich platt, weil ich will eigentlich schon haben, was in diesen Kisten ist, weil da ist garantiert so tolles Zeug wie Zaubertränke drin, die uns ja irgendwie manchmal aus Versehen ausgehen. So. Licht. Genau. Achso, du kriegst noch ein bisschen Heilung, weil Aurora ist ja soweit voll. Nimm's zurück, Aurora. Ja, genau. So, komm, komm. Licht? Also der Große haut ja ordentlich rauf. So, der ist jetzt weg. Boah. Einfach rauf da, komm, Mäuschen. Hab ich auf ihn... Achso, ich habe auf ihn tatsächlich einen Wasserschaden draufgehauen, ne? Genau, ich erinnere mich, ganz dunkel. So, Feennektar. Ich will aber was? Euer heiliges Licht heißt mir in der Not. Hört auf damit, sonst werde ich doch ganz rot. Ach, schön. Starker Zaubertrank. Kann ich dann eigentlich jetzt auch in die anderen Zelte rein? Da geht's auch rein. Ist da auch ein Fee drin? Oh, welch seltsame Behausung. Mein alter Posten als Hauptmann der Lemurischen Wacht. Hier erzog ich meinen jüngeren Bruder und verwies ihn in der Schlacht. Wartet, bis ihr unsere Geschichte hört, Prinzessin. So viele Kämpfe trugen wir gemeinsam aus. Wer ihn berührte, bekam meine Klinge zu spüren. Kommt, wir holen ihn jetzt aus seinem Kerker heraus. Aber sonst weiter ist hier nichts, außer... Ach so, da oben ist Staub. Sehr schön. Okay, das ist also sein Zelt. Und wessen Zelt haben wir hier drüben? Haben wir hier irgendwas? Nee, hier ist nichts drin. Schade. Und jetzt gucken wir nochmal in dem Zelt, was da drin ist. Ach nee, komm. Nee, das mache ich nicht. So, wir gehen jetzt durch die Tür und in der nächsten Folge werden wir sehen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Und bis dahin habt ihr Spaß. Ha, und schon wieder beenden wir die Folge vor einer Tür. Ja, die Tür zum Labyrinth. Zu einem Labyrinth. Ich glaube aber immer noch, dass uns dieses Vieh mit dem anderen komischen Namen, der so niedlich klingt, der klingt so ein bisschen nach Crepe, oder? Crepe-Kolos? War das jetzt richtig? Ich habe gerade keine Ahnung. Aber ja, der, weiß nicht, der, ob der uns noch, vielleicht jagt der uns noch durch das Labyrinth und wir rennen in die Irre und werden noch vielleicht total wahnsinnig. Egal, bis dahin könnt ihr jetzt wieder liken, teilen und kommentieren. Und wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Child of Light. Und bis dahin, habt ihr Spaß.